Huhu, Leute, wir machen weiter mit Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind hier im Altarraum und wir haben, glaube ich, zwei Siegel mit. Das offensichtlich nicht. Das hier haben wir. Weiyu haben wir mit. Na, dreht sich was? Okay. Da das erste und ich glaube, wir haben sogar noch eins. Haben wir das hier? Hallo? Amone, nö, haben wir nicht. Aber Leonios haben wir noch. Das ist jetzt auch das obere. Ne, das untere, okay. Ach, wie schön punktsymmetrisch das ist doch. Okay. Dann haben wir das hier jetzt alles fertig gemacht und gehen wieder nach oben. Ich habe ein paar kleine Lags, ich weiß nicht warum. Eigentlich habe ich hier im Hintergrund nichts Großartiges geöffnet. So. Das leckt teilweise echt ganz schön, ganz schön, ganz schön. Aber immer nur so alle paar Minuten. Okay. Und wir kriegen eben noch ein paar Federn weg. So viele haben wir, glaube ich, noch gar nicht. So. Unsere Mama will immer noch nicht mit uns reden. Wie viele haben wir? 24 von 100. Wuhu! Das wäre mal witzig, wenn man sich an den Kronleuchter hängen könnte. Okay, somit sind wir eigentlich auch fertig in Monte di Gioni. Und können wieder zurück nach Venezia. Oder denke ich immer sofort an Eis, weil es gab mal eine Eisdiele. Da, wo ich mal gewohnt habe. Und die hieß Venezia. Glaube ich. Irgendwo eine Eisdiele, die hieß Venezia, glaube ich mal. Ach, ist ja auch egal. So. Die Schiavona. Na endlich. Wow. Dann haben wir kein Geld mehr. Aber die ist toll. 199. Nice. Cool. Jetzt haben wir hier die Schiavona. Und Monte di Gioni, unser Haus, kriegt wieder Geld. Oh. Reicht das überhaupt noch, um zu reisen? Das ist jetzt so die Frage. Ob das reicht? Ja, gut, es reicht. Wo ist unsere Aufgabe? Das ist jetzt mal die Frage. Ja, wie ihr seht, können wir hier jetzt schon zu mehreren Bezirken hin. Wir gehen einfach mal... Ja. Nein, 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 nein. Welches ist das da in der Mitte? Ja, genau, da möchte ich hin. Das ist so in der Mitte von Dingens. Jetzt haben wir genau 99 Florinen noch. Das ist sehr nice. Ah ja, wir haben wieder eine Akrobatik-Sequenz. Ich weiß immer noch nicht, was genau damit gemeint ist. Aber gut, ist auch egal. Juhu, 99 Florina. Damit kommt man hier nicht sehr weit, aber gut. Gucken mal. Achso, ah super. Da ist ja unsere Aufgabe direkt. Ja, wir müssen jetzt hier nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Upsa. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Du, das weiß ich auch noch nicht. Das überlege ich mir dann, wenn ich es getan habe. Wow. Ah, lass mich durch. Das ist ein kleiner Bastard. Und wir haben wieder Geld. Dio? Willst du mit mir? So. Wir sind fast da. Hier müsste eigentlich offen sein, hinten, oder? Och, verarscht mich doch nicht. Hier ist doch ein Eingang. Meine Fresse. Jetzt müssen wir wieder hier drumherum. Na komm, hoch. Ach, ach. Bleib zurück. Hilfe, und noch einer. So. Somit hätten wir schon mal wieder viel mehr Geld. So einfach ist das. Jetzt kommen wir auch ein bisschen weiter. Mit dem Geld. Uff, nein, das wollte ich nicht. Na, hier rein. So. Gucken wir mal, was es hier zu besprechen gibt. Da seid ihr ja. Ach, ist der fett. Ich möchte euch eine... Was ist denn das für eine runde Kugel?
Augustino Barbarini. Alles geht um Eis. Eiskugeln, von Venezia. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft. Die Eiskugel wird Doge von Venezia. Das passt ja. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Na dann. Wir haben viel zu solange du dich nicht von den Borgia töten lässt. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern. Ich dachte, kein Floh im Sinne von dem Tier. Diese Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Juhu. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Okay. Ich gehe und suche ihn. Na dann. Wir haben schon wieder jetzt nur Geld dafür bekommen, dass wir hier waren. Was ist das hier, Mann? Der Palast hier ist schon cool. Silvio... Ach, der ist das, der kleine Fette, dessen Leibwächter hier Dante Moro war. Ach so, oder? Ah, nee, jetzt kann ich es nicht mehr anzeigen. Aber hier ist noch Geld. Hui. Sehr schön. Und wir können ja einfach mal zu Leonardo gehen. Finde ich, oder? Ja, wir gehen einfach mal hin. Ist ja nicht weit. Ach, zwei Typen mit Kisten. Wir wollen sie jetzt nicht umrempeln. Wir sind ja lieb. Ausnahmsweise. So. Hallo. Denn wir haben ja ein paar Codex-Seiten noch, die unentschlüsselt sind. Es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Juhu, schön. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. So, entschlüsselt. Codex IT entschlüsselt. Hatten wir nicht irgendwie... Achso, ja, ich dachte, wir hätten zwei dabei gehabt. Okay. Salute a voi. Gut, gut, gut. Achso, das ist wieder da oben. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Huch, achso, ich wusste nicht, dass du das kannst. So. Dann werden wir uns mal überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Ich wollte schon sagen, hinfahren, aber fahren tun wir nicht. Oh ne. Ach, komm schon, ey. Bist du denn blöd? Der hat bestimmt genau gesehen, dass ich hier rein bin. War wohl nicht so wichtig. Aber ich halte besser die Augen offen. Ja. Tu das, mein Lieber. Tu das. Wenn du wieder leben solltest irgendwann. Okay, wo müssen wir hin? Ach du Kacke. Wir müssen hier genau ans andere Ende her. Auf dem Weg gucken wir einfach mal beim Schneider vorbei. Ich versuche ja immer noch diese eine Montur zu kriegen. Aber es wird irgendwie nie was. Weil es sie nie gibt. Kann man hier runterspringen? Jo. Hui. Sehr schön. Blöd wäre es, wenn ich jetzt auf dem Boot gelandet wäre. So. Ach, perfekt. Kleider färben. Ah, es gibt immer noch diese Kackfarben. Wir fahren einfach demnächst mal nach Forlì. Und in Forlì gibt es bestimmt das ein oder andere, was man da sich noch holen kann. So, jetzt gehen wir mal da unten hin. Ach du Kacke, wo gehe ich denn lang? Vergib mir, Herr. Frage ist jetzt, ob das sinnvoll ist, hier lang zu gehen. Wir gucken einfach mal gerade eben auf die Karte. Ach so, oh, gut. Wow! Das wollte ich doch gar nicht, Mensch!
Freunde. So, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich laufe hier gerade nur rum. Aber wir müssen ja irgendwo da rüberkommen. Ja, mir geht's eigentlich super prächtig. Super prächtig, ist auch so ein geniales Wort. Also ich weiß nicht mal, ob es das Wort gibt. Wenn nicht, dann gibt es das jetzt. Ach, hier sind wir. Karneval. Ach, hier war doch das Fest. Ja, ja, halt du dir auch die Klappe, bitte. Hier ist gar nicht der Turm, ne? Ach, Mann. Aber eine Truhe. Naja, who cares? Wow, sogar 491 Geld drin. Jetzt ist so cool. Ich würde es auch können. Ja, ja, ja. Ach, guckt euch das an, wo wir sind. Wir sind hier in so einem kleinen abgeschachteten Stadtteil, sag ich mal. Ist alles voll mit Wasser und da hinten ist ja Palazzo Ducale. Hier, das Ding hier, voll bewacht und so. So. Ich wäre jetzt fast schon einfach runtergesprungen. Das habe ich auch mal gemacht, vergessen zu synchronisieren. Ist da unten was gut? Hey, das sieht witzig aus, wie die alle tanzen. 41 von 73. Es scheinen noch ziemlich viele zu fehlen. Oh, ich habe keine Lust, da jetzt rüber zu laufen. Oh ja, hier fehlt ja noch so ein ganzer Stadtteil, wie ich gerade sehe. Hier geht es ja noch voll weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon hin dürfen. Deshalb gehen wir mal zur Erinnerung. Falls wir weiter dürfen, holen wir uns einfach den Aussichtsturm. So, so sieht's aus, Leute. Steht da irgendwo ein Bötchen? Ich hätte gerne ein Bötchen. Boah, lass mich durch. Das ist cool. Hey, ho, und eine Bude voll rum. Juhu. Nein, okay. Lassen wir das lieber. So, wir sind ja gleich da, hier drüben. Schon mal super. So. Oh, voll über die Köpfe rüber gesprungen. Hopp. Ach, Mist. Hier kommen wir ja da nicht lang. Wir haben so aufnehmen. Moment, das ist ja der Palazzo. Ja, die Musik ist schon... Oh! Truhe! Haben will! Mann. Holen wir uns von anders. Ich schwöre es, dass wir das tun. Mhm. Wenn ich was schwöre, dann kann man sich darauf auch verlassen. Schon wenn ich was verspreche. Aber ich verspreche nicht sehr oft was. Hilfe! Ja, halt die Klappe, Mann. Ich helfe dir gleich irgendwann. Wenn ich Lust habe. Oh. Vielleicht habe ich auch gar nicht Lust. Das ist noch die Frage. Was bewacht ihr denn da bitte? Würde ich ja schon gern wissen. Mal gucken, ob man hier hoch kann. Ja, super. Das ist supi. So, was bewacht ihr hier Schönes? Gar nichts. Nice. Nice, nice. Ja, irgendwas muss da doch sein. Ich kann mich nur leider gerade nicht dran erinnern. Den Hals nö, nö, ich breche nur dir den Hals. Aber mir selber eher nicht. Hm? So. Ach, schön. Boah, was ein Riesenturm hier. So. An den Aussichtsturm kann ich mich sogar noch erinnern irgendwie. Ich weiß nicht warum. Weil ich erinnere mich dran an so ein Gerüst. Ich dachte nämlich immer schon, das wäre ein anderer, wo wir schon waren. Aber dann ist es ja doch hier der... So. Ach du Kacke. Ja, cool. Machen wir heute eine Aussichtspunkte-Tour.
Ottomane? Wo sind denn Ottomane? Falls jemand von euch... Was ist das denn hier für ein Bezirk? Sind überall Gefängnisteile. Also falls jemand weiß, was Ottomane sind. Naja, lauft einfach weiter. Ich mach gar nichts hier. Bin ganz lieb. Wenn man auch lieb zu mir ist. Hm. Ach, dieser Klettersprung, ich vergesse das immer. Nein! Nein, Alter! Was soll denn das? Kacke, muss mir jetzt ja ganz hoch. Ach du Scheiße. Okay. Uah. An seiner Stelle würde ich mich das ja nicht trauen. Ich habe mir das eben nämlich schon gedacht, als wir diesen Turm hier gesehen haben. Wir waren ja eben da hinten auf dem Gerüst hier. Da. Und jetzt sind wir hier oben und ich glaube, hier darf man nicht runterspringen, oder? Doch dahin. Ich glaube, hier bin ich nämlich mal in die falsche Richtung runtergesprungen, dann war ich sofort tot. Vielleicht haben die hier in dem Bezirk ja irgendwie coole Kleidung. Ah, ficken, ey. Nur diesen Scheiß. So, ein paar Aussichtstürme schaffen wir noch. So, dann haben wir diesen Part wenigstens sinnvoll ja, genutzt. Um ein bisschen was herauszufinden. Und sonst nichts zu machen. Aber egal. Muss auch mal sein. Ich kann mich an diesen Bezirk irgendwie gar nicht erinnern. Aber das ist mir Wurst. Oh Mann, immer diese ganzen Leute. Ha! Einfach voll durch euch durch. Die Salo umfallen. Oh, hier ist eine Glyphe. An diesem Ort gibt es eine dieser Glyphen, die Sean erwähnte. Die solltest du mal finden. Oh Leute, habt ihr Lust auf eine Glyphe? Also ich habe Lust auf eine. Ich habe noch irgendwie 5 Minuten oder so. Deshalb wird der Part dann halt etwas länger, aber wir finden vielleicht noch eine Glyphe. Juhu! Und ich habe eine E-Mail gekriegt. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, weil ihr das Geräusch wahrscheinlich gehört habt. Na gut. Hat keiner gehört, ne? Da! Gesehen. Hoffentlich ist nicht so schwierig. Okay. So. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere... Wie sich das anhört. Und alles verschwimmt. Naja. Gut, sie meint den Animus. Also er meint den Animus. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Gettysburg. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin. Wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Aha. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Ja, da sieht man eben, dass er sehr viele verschiedene Situationen erlebt. Und er kann damit irgendwie nicht umgehen, weil er nicht weiß, was es ist. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört, warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Ja, von unseren Vorfahren eben. Wie zum Beispiel das Adlerauge. Blutlinien. Ich hoffe mal, das Rätsel ist nicht so schwierig. Die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wurden. Seht die Assassinen Kinder zweier Welten. Mal gucken, was die Bilder so gemeinsam haben. Überall, wo man zwei Leute sieht, vielleicht. Hier sehen wir zwei. Hier sehen wir drei. Hier sehen wir auch drei. Die hält sich aber sehr geschickt hier zu. Ist das eine oder zwei? Ich weiß es nicht.
Sex mit einem Schwan. Das sind zwei. Was haben wir hier für ein Ding? Oh Gott, nö. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wo man Brüste sieht, sind auch zwei Dinge. Also, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Oh Mann, ich will nur das angucken. Sieht man, sieht man, sieht man, sieht man nicht, sieht man nicht, sieht man, sieht man nicht, sieht man. Ach Mann, jetzt hätte aber klappen können. So? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht geht es um diese Äpfel, die die da in der Hand halten. Nimm mir irgendwie was. Meine... Hä? Ich muss das nicht verstehen, das Rätsel, oder? Seht ihr? Wäre da wenigstens irgendwie ein Hinweis mehr? Okay, hier haben wir ein Bett. Hier haben wir ein Bett. Ich weiß nicht, ob das ein Bett ist. Das ist eine Couch. Hier liegt wer? Bett. Alles hatten wir schon. Nein, natürlich nicht. Vielleicht das hier? Das erkennt man gar nicht, was das sein soll. Nein. Meine Fresse. So. Ah, wonach gehe ich denn? Wo nur eine drauf zu sehen ist? Eine Frau. Drei Frauen, paar mehr Frauen, eine Frau, eine Frau, eine Frau, eine Frau. Ach Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal so. Boom. Mann. Alter. Irgendwas muss doch richtig sein. Ach, ich verstehe das nicht. So, Leute. Aber bevor ich hier eure Zeit mit dem Kack hier verschwende, witzig wäre, wenn jetzt irgendwas richtig ist. Hinweis. Das kann nicht sein. Naja, ich hörte mal was. So Legenden über Götter, die sich mit Sterblichen fortpflanzten. Hä? Ja, das weiß ich doch. Ach Mann, das hilft mir nicht weiter. Naja, ich hörte mal was. So Legenden über Götter, die sich mit Sterblichen fortpflanzten. Es macht keinen Sinn. Da liegt ein Hundi. Oh, der ist süß. Das ist einfach nur eine Frau. Das ist auch was. Keine Ahnung, ob man auf diesem Bild irgendwas erkennen kann. Aha! Juhu! Cool! Nice! Ah, das war's. Cool. Sehr schön. So, jetzt ist meine Zeit aber auch schon zu Ende und deshalb sage ich jetzt hier mal Tschüss und wir sehen uns die nächsten Tage wieder mit Let's Play Assassin's Creed 2. Ciao, Leute!